So Leute, heute öffnen wir das Ionentor. Ja, ist wirklich wahr, wir haben alle 7 Sternjuwelen und setzen sie jetzt gleich ein. Professor Gumbart wartet unten in den Katakomben bereits auf uns. Schauen wir doch mal hier hinein. Hier ist er nicht, ne? Hier ist er nicht. Das wollte ich nochmal überprüfen, das ist interessant. Das ist interessant auf jeden Fall. Was ich erstmal machen wollte, ist zu Merlon gehen. Denn mit den neu gewonnenen Insignien können wir jetzt unsere restlichen Partner auch noch komplett aufmaxen, weil wir alle Insignien des Spiels besitzen sollten. Barbara und Nagarine fehlen noch, also ab dafür. Am Ende des letzten Parts gab es ja noch ein Versteck, wo sich gleich 3 Insignien versteckt haben und die haben wir jetzt natürlich, mitsamt eines neuen Gegners. Also haben wir das jetzt auch vollständig getan, meine Damen und Herren. Jawohl. Und auch wenn ich den Part sehr gerne begonnen hätte mit dem Öffnen des Ionentors, die paar Sekunden könnt ihr hoffentlich aufbringen. Ja, ich habe doch alles gemacht, Merlon. Schau doch mal hin. Na, nicht ich soll schauen, sondern du. So, mit Hilfe unserer Freunde kommen wir gleich zum letzten Kapitel. Kapitel 8 ist das letzte Kapitel. Oh, das würde ja bedeuten, dass wir heute den Part nicht beginnen. Mit dem Kapitelstart. Naja, ist nicht schlimm. Das muss aber sein. Hier oben finden wir ein weiteres Mal Luigi. Hast du wieder Abenteuer erlebt? Abenteuer? Nein, mit Reisen ist es erst einmal vorbei. Bei meiner letzten Reise habe ich nämlich bereits einen Eclair befreit. Jawohl, ich habe meinen Weg bis in den Zornesturm gemacht. Aber dieses Abenteuer werde ich so schnell bestimmt nicht vergessen. Soll ich dir davon erzählen? Achso, ich dachte, du bist... Okay. Am Zornesturm! Also, das ist eine lange Geschichte. Der Zornesturm liegt weit im Norden auf einer steilen Klippe. Direkt am Meer bliest ein scharfer Wind. Der Klang dieses Windes wich dem aus einer anderen Welt. Keiner wagt es, dem Turm zu nahe zu kommen. Aber wir erreichten doch das Portal des Zornesturmes. Natürlich hatte ich Angst, aber der Gedanke an Eclair. Meine Kameraden dachten da genauso wie ich. Wir öffneten das Tor. Im Turm herrschte völlige Finsternis. Ich wollte die Prinzessin rufen, aber ich bekam keinen Ton heraus. Dann hatten sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Und da war dieses gigantische Monster. Der Gumba-König. Aus seinem Maul tropfte der Geifer auf den Boden. Und dieser Geifer ätzte Löcher in den Boden. Für den Gumba-König in Mario 64 DS, welches aber nach Paper Mario die Legende von Yonder erschien. Gab es den vorher schon? Ich bin mir gerade unsicher. Ich zitterte vor Angst, aber ich durfte keine Schwäche zeigen. Seinem Angriff konnte ich mit knapper Not ausweichen und dann griff ich den Gumba-König mit meinem Hammer an. Im ersten Schlag konnte er es ausweichen, aber dann erwischte ich ihn. Ich konnte es schaffen. Er war stark, aber ich war ihm gewachsen. Ich konnte gewinnen. Der nächste Schlag musste gelingen. Ich war nervös, ich griff meinen Hammer, lauerte und... Krach! Der Sturm zerbrach ein Fenster im Turm. Der Gumba-König war abgelenkt, das war meine Chance. Jetzt! Und dann... Oh, da gab es in Paper Mario 1, glaube ich, den Gumba-König schon. Da war was, ne? Ich hatte den Gumba-König besiegt. Dann kam noch ein viel schrecklicheres Monster und das besiegte ich auch. Prinzessin Eclair habe ich auch gerettet. Deshalb bin ich jetzt wieder ein Rohling, das war alles. Was? Das muss noch mehr gewesen sein? Überhaupt nicht, das ist alles. Prinzessin Eclair ist gerettet. Und damit ist das Abenteuer vorbei. Aber auf mich warten noch viele neue Abenteuer. Soll ich noch was erzählen? Ich habe schon Fan-Artworks gesehen von Luigis Abenteuern, wie Prinzessin Eclair aussehen soll und so weiter. Das war sehr ansprechend. Erinnerst du dich? Ich bin Klum. Der letzte Kampf war großartig. Bin jetzt zwar völlig verkohlt, aber das hat einiges geklärt. Die Details kannst du ja von einem gewissen Herrn berichten lassen. Tor 12, auch alles hier in Ordnung? Hallo Mario, hast du die Prinzessin immer noch nicht gefunden? Die Schlaflosigkeit macht mich fix und fertig. Mario, kümmere dich um die Prinzessin, wenn mir etwas zustoßen sollte. Na gut. So, dann können wir jetzt noch das Board abchecken. Eine uralte Prophezeiung besagt, der Mond wird im grellen Licht erstrahlen. Sie sagt auch, die Welt wird in Dunkelheit versinken. Das klingt ja nicht so spannend. Nicht so schön. Der Mond wirkt irgendwie unruhig heute Abend. Ob der Mann da oben wütend ist? Ein Astronom. Der Mann im Mond!
Und weil wir schon dabei sind, mache ich jetzt nochmal die Warp-Röhre nach Großfrostheim. Da können wir uns sowieso im Laden vielleicht nochmal ein bisschen eindecken. Let's take a look. Ob wir so kaufen können. Ne, das geht erst, wenn wir... Das geht erst, wenn wir... Ja, dann starten wir das nächste Kapitel. Komm, auf geht's. Oder legen zumindest das Sternjuwel ab. Der Zeitpunkt ist gekommen. Boing. So, Professor Gumbart, warten Sie hier auf uns, wie es scheint. So ist es. Also packen wir es an. Du kommst spät, Mario. Die Kerle scheinen auf jeden Fall nicht mehr hier zu sein. Irgendwie müssen sie es geschafft haben, durch die Tür zu kommen. Was? Wie soll das denn funktionieren? Also los, Mario, halte die 7 Sternjuwelen hoch. Und alle werden Zeuge dieses Moments. Auch Gumbart hat einen Backsprite. Wo seine Haare doch ziemlich wolkig aussehen, tatsächlich. Leute, wir haben es geschafft. Die 7 Sternjuwelen. What a pain. What an adventure. Unser Abenteuer geht weiter als das von Luigi. Indem wir das Tor öffnen und durchschreiten wollen. Wunderbare Animation. Nimmt gar kein Ende. Sieh mal das Tor. Seit Äonen wurde es nicht mehr geöffnet. Doch jetzt! Ist es soweit. Im Inneren der Dam. Endlich wird der Äonenpalast geöffnet. Schnell, bevor der Prinzessin etwas zustößt. Und bevor diese Kerle die Welt erobern, ihr müsst Prinzessin Peach retten. Also Bomber bereit, dann los. Dann los nach Großfrostheim. Ich will noch was im Itemladen shoppen, habe ich gesagt. Meine Güte, du. Kein Verständnis. Planlos, die Leute. Ungeduldig. Könnt ihr nicht einen Moment warten? Ich habe gesagt, ich mache erst die Warp-Röhre. Ah, der Markus killt mal wieder die komplette Atmo. Es tut mir leid. Sekunde, das bringt mich jetzt... Doch, hier bin ich richtig. Überspringen. Also ich denke mal ganz fest, dass wir nach Großfrostheim gelangen, ja. Und nicht ins Großion-Hauptquartier, das glaube ich sogar gar nicht mehr existiert, so streng genommen, so von der Lore her. Aber da konnte man doch kaum was vergessen. Ne, doch, Sternsplitter und so. Natürlich. Ach, irgendwie kommt man da bestimmt schon wieder hin. Nein, im Ernst, ich will noch ein paar Sternwind und so. Die kannst du ja nicht in Rohling kaufen. Denn heute kommen Kämpfe, 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 Kämpfe. Kämpfe, 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 Kämpfe. Ein Superpilz. Ja. Nimm mal noch einen. Na gut, das soll mir reichen. 4 Sternenwind. Ja, ordentechnisch könnte ich eventuell... Wie sieht's denn da aus? Ich würde tatsächlich nochmal versuchen, zu dem Ordenhändler zu gehen. Oh, bitte nicht. Und ja, dazu kaufen, was ich kaufen kann. Dennoch sage ich ganz ehrlich, vor dem finalen Kapitel, es ist keine Angst, es ist ein bisschen Respekt, ne? Respekt! Nachdem wir beim Kruzibot jetzt auch nicht so fantastisch ausgesehen haben, ja, würde ich vorschlagen, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, all diese Kämpfe. Und zumindest
alles ausschöpfen, was wir haben. Ich meine, wir haben ja auch einiges. Ne? Man kann das Spiel ja auch einfach durchlaufen und nicht irgendwie die Insignien sammeln oder auf jeden Sternsplitter achten, etc. Dann hat man aber auch dementsprechend einen gewissen Nachteil, so. Also, welche Orden hätte ich denn gerne? Welche machen denn wirklich Sinn? Angriffswert, Versprung und Hammerattacken. Kann man nochmal kaufen, ne? Also auf jeden Fall. Ist das. Und auch für den Partner. Es wird schon mal auf jeden Fall erworben. Können fast alle kaufen eigentlich. Ich glaube nur einen nicht, weil uns da irgendwas fehlt. Sparblüte, Sammlerglück, Herzfinder, was war das? Öfter Items. Ja, wir geben unsere hart verdienten Sternsplitter einfach mal aus. Ja, reicht nicht ganz. Ist er komplett verrückt? Wir müssen also theoretisch noch welche finden für die 100%. Okay. Jetzt nicht unbedingt irgendwas dabei, was ich brauche, aber den können wir leer kaufen. Das wollte ich doch nur wissen. Das wollte ich doch nur gesagt haben. So, sind es nochmal 10 Minuten, ne? 10 Minuten Vorbereitung. Aber ich konnte die auch nicht an den Ende des letzten Parts schieben. Ich kann da nicht einen eigenen Part draus machen. Es ist mir alles nicht möglich. Aus dem Grunde. Jetzt gehen wir rein. Jetzt gehen wir rein. Auf geht's. Haut den Schurken auf die Gurken. Es ist, wie es ist. Warten die noch hier? Gumbart? Ist das komisch, dass der Gumbart hier jetzt rumsteht, ne? Leider kann ich euch nicht weiter begleiten. Ich werde hier warten. Jetzt liegt es an dir, Mario. Vereitle ihre Pläne und befreie die Prinzessin. Leb wohl! Das Tor schließt sich hinter uns, so haben wir nicht gewettet. Hold the door! Kapitel 8. Die Legende vom Schatz. Und dem goldenen Schnatz, mein Schatz. Prunkvoll! Äonenpalast. Seit Jahrtausenden hat keiner mehr Staubgewicht, aber sieht noch top aus, ne? Luftig verschlossen, das heißt, wir haben auch keinen Sauerstoff hier. Wie das drehst und wendest. Mann, ist das unheimlich hier, aber wir sollten uns nicht abschrecken lassen. Wir müssen Prinzessin Peach finden, bevor diese Typen irgendwas anstellen können. Gehen wir, Mario. Oh ja, hier gibt's keine Sternsplitter oder so, ne? Just saying. Oder Insignien. Hier gibt's nur das Finale. Und neue Gegner. Items kann man noch finden. Das ist ein anderer Flap-Flap. Sehr explosives Publikum. Ja, scan mal bitte, ne? Brunkumprina. Also ich sag's euch, wie es ist. Es wird in diesem Kapitel viele Kämpfe geben. Aber auf jeden Fall neue Gegner lasse ich euch natürlich mit drin. Das ist ein Swoopula. Swoopula sind Blutsauger, die aus der Luft angreifen. KP 9, Angriff 4, Verteidigung 0. Swoopula saugen nicht nur deine KP, sondern erholen sich dadurch selbst. Widerliche Kreaturen, lass nicht zu, dass sie mich aussaugen. Ja. Hier. Tja, dann dodge dem mal so ein bisschen. Ah, die Musik ist ja richtig atmosphärisch. Da streiche ich die Atmo. Ja, Luigi hier. Ich sehe ihn zwischen den Bomben. Luigi hat sich also auch einen Logenplatz gesichert. Für das Finale. Also, dass die Musik einfach so bleibt,
Auch wenn man einen Kampf bestreitet oder beendet, das natürlich dann... Das ist natürlich eine coole Atmo. Ja, die haben hier direkt... Items etc. Voll versaut. Ja, ziemlich stark. Müssen unsere Orden nochmal sortieren. Ich glaube, hier kommen wieder Feuergegner dran. Da bräuchte ich den entsprechenden Rundkugel wie die Station. Also ich will... Ja, ja, der Anti-V-Hieb. Der wäre es in der Theorie. Ach, guck mal. Wunderbar. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir den hatten oder ob ich den nur haben wollte. Gucken wir doch mal zusammen, Freunde. Also. Den gar nicht. Warte mal, wenn ich jetzt sortiere nach ABC, ne? Ich hab den gar nicht. Dann ist halt so. Aber der für die Flammen, das war... Ice Power. Den muss ich mit reinnehmen. Mach mal Charge aus. Okay. Haut den Schurken auf die Gurken. Die Musik, die geht natürlich ab wie ein Zäpfchen, ne? Das kann man jetzt nicht anders sagen. Ja, also vier Gegner, ich bitte euch. Da packen wir natürlich ein bisschen Magic aus. Oder nehmen wir direkt ein... Ich habe die ja nicht umsonst gekauft. Ein Sternenwind. Danach noch ein Multisprung. Und die sollten passé sein. Dafür gibt es aber hier auch ordentliche Erfahrungspunkte, ne? Sternpunkte. Ja, hier kann man nochmal leveln. Und deswegen ich muss die mitnehmen. Ich kann jetzt nicht zum Schluderich werden und Gegner auslassen. Wir brauchen das. Zum Finale hin. Wir brauchen das wirklich. Ein Schlafikador. Senkt die Abwehrkraft. Frage ist, sind das jetzt andere Knochen trocken? Als die wir bereits kennen. I think so, ne? I think so. Ja, noch nicht gescannt. Das ist ein Knochentrocken. Knochentrocken sind skelettierte Überreste von Koopas. KP 8, Angriff 5, Verteidigung 2. Gerade wenn du denkst, du hättest sie besiegt, stehen sie auf und greifen wieder an. Du musst sie alle auf einmal schlagen oder setze Feuerattacken ein. Sind sie zu Asche zu fallen, ist der Spuk vorbei. Ich hab nichts Feuermäßiges, ne? Keine Feuerblume oder so. Zu mächtig. Mal gucken, wie das gleich wird. Was ist das für ein Item, was er da einsetzt? Konter direkter Angriff. Hä? Aber wir machen doch nur direkte Angriffe, oder? Die Musik gibt echt den ganzen einen gewissen Vibe. Ich kann es nicht anders sagen. Macht schon Laune und gibt einem das Gefühl, dass hier ordentlich was die Kacke am Dampfen ist. Ja, jetzt muss ich mal so langsam ein bisschen schneiden für euch. 9 Sternenpunkte dafür. Und der nächste im Bunde. Wieder 9. Dafür gibt es einen Ahornsirup. Ja, dann verwendet das doch.
verwende das doch. Ihr seht schon, sehr repetitiv, quantitativ. 16 Sternpunkte für 4 Knochen trocken. Ein großer Spaß. Setzen wir den Sternblitz ein. Oha, okay, das sind neue Kugelwillis. Und da vorne sind Kugelwilli-Stationen. Ja, die Kugelwillis wollen wir auch scannen. Aber arbeiten wir uns... Ja, für die hätte ich den Anti-V-Hieb halt gerne gehabt, ne? Egal, kriegen wir schon irgendwie... gemeistert. Weil die Kanonen, die haben ja einiges an Ausdauer und Stärke, etc. Ja. So, scan mal. Wir kennen die natürlich, das ist jetzt halt nur eine stärkere Variante. Hat Mut, hat Mut, und wenn dann Mut, dann muttert auch. Dies ist eine Raketenwilli-Kanone. Raketenwilli-Kanonen schießen Massen von Raketenwillis ab. Oh, sind die Kugelwillis jetzt doch Raketen geworden? KP 10, Verteidigung 4. Das scheinen ja ziemlich harte Burschen zu sein. Aber wenn du sie nicht erledigst, schießen sie immer weiter Raketenwillis ab. Und also solltest du sie lieber früher als zu spät vorknöpfen. Mal sehen, ob das reicht. Tatsächlich nicht. Das ist ja krass. Wunderschönen guten Tag. Aber das Gold steht denen, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Stylisch. Das sind Raketenwilli. Raketenwillis werden von Raketenwilli-Kanonen abgefeuert. KP 3, Angriff 6, Verteidigung 2. Hohe Angriffskraft, aber wenig KP. Erledige sie, bevor sie sich treffen können. Denke aber auch an die Raketenwilli-Kanone, sonst jagten Raketenwilli den Nächsten. Ja, ich würde jetzt auch den Stern Hagel zeigen. Habe ich jetzt nicht in petto. Dann mache ich jetzt mit euch zusammen nochmal den Stern Blitz. XXY. AAYA. Eieia, eieia, eieia. Ah! Markus! Schneller gedrückt als gedacht. Hat aber gereicht. Ah, Luck muss man haben. Wirklich eine sehr gute Technik, muss man sagen. Also du darfst sogar Fehler machen, das besiegt alle Gegner, ohne mit der Wimper zu zucken. Schön, dass wir diese Hürde nehmen konnten. Machen wir den nächsten Flap-Flap oder Swoopola. Kämpfe ohne Besonderheiten. Alles oder bei erfolgreichen Action-Kommando plus 1 Schaden, bei Fehlschlag aber 0. Auf alles bezogen, ist eigentlich ein guter Orden, oder? Braucht aber 4. Ja gut, dann mache ich das, wenn ich gleich ein Level-Up habe. Was will er denn? Ja, du kommst jetzt kämpfen, oder nicht? Gut. Ja, dieser Raum hier, da ist... Genau. Da muss man den ganzen Weg auch wieder gehen. Oh, Baby. Hatte ich eben sogar ein bisschen Glück, möchte ich sagen. Na gut, tasten wir uns lieber voran. Kann nicht ewig gut gehen hier. Ja, das ist nur zur Verwirrung da. Oder für übereilige... Jetzt komm halt her! Mann! Oder für übereilige... Der ist alleine. Dann machen wir den kurz kaputt. Der hat man sich schnell bewegt, aber meine Güte. Wenn er alleine ist, wird er nicht für ein Level abreichen. Aber der Nächste. Komme, was wolle. Jetzt noch Münzen einzusammeln, ist ja auch ein bisschen, würde ich sagen, unnötig. Ah, yeah. Ah! Geritzt. Na gut, muss man vorsichtig vorgehen. Boah, ich weiß das nicht auswendig.
Jetzt kann man ein bisschen noch erahnen, so. Jetzt verliere ich das Gefühl dafür, wisst ihr? Ich kann mich auch kaum an diesen Raum erinnern, wenn ich ehrlich bin. So. Oh ja, warum nicht? Mario Party 1 Minigame, ne? Whoop. Urlaub. Urlaub. Bin sogar schneller. Ist ja leichter, wenn die schneller sind. Das kommt ja noch dazu. Das ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ein Sprung reicht, ne? Das ist so das Ding. Wenn die langsam sind, ist schwieriger. Wie man es hier jetzt sehen konnte. Und man kann auch rennen, so in der Theorie, ne? Hat keiner gesagt, dass du auf der Stelle stehen bleiben musst. Ich sag mal, wer das in Mario Odyssey gemacht hat hier, der hat dann natürlich keine Kopfschmerzerei. Mit denen. Ja gut, aber... Oha, das sind die Gegner. Ich hab's angemacht, ne? Hab ich angemacht. Kann ich euch jetzt nämlich wieder auf die Ömme springen. Das war's auch schon. Der Kollege beschert mir ein Level-Up. Jawohl! Ja gut, dann wie angesprochen Ordenpunkte. Mal sehen, was wir noch... Wir brauchen 4 Ordenpunkte. Was da vielleicht sinnig wäre. Sollte ich noch erstmal aus der Bahn. Alles oder. Ja, doch, doch, den mache ich an. Wo kann ich noch einen Ordenpunkt abzwacken? Powerhauer. Hm. Multisprung bleibt an. Powerhauer benutze ich wirklich nicht häufig, wenn ich ehrlich bin. Ice Power? Nee, da brauche ich. Ja, mach den Powerhauer halt aus. Benutze ich schon, ne? Aber eher selten. Zack. Was war das denn? War das mit ihr? Oder war das rollend? Kann man auch rollend machen, glaube ich. Geht's uns gut? Ja, wir haben ein Level Up gehabt. Ansonsten kann man sich hier heilen. Das muss etwas bedeuten. Aber ich weiß nicht was. Wenn es hier ein Bosskampf kommt, ich weiß es nicht. Da war was, ne? Ja, den machen wir noch. Aber ich zurück, ihr elenden Sterblichen. Verdammt ist jeder, der die Ruhe ihrer finsteren Majestät stört. Ja, kein Sterblicher soll jemals diese Schwelle überschreiten. Ja, Déjà-vu, das erinnert auch an Logarts Burg. Wir wollen den Chef erledigen, ne? Grüß euch. Müssen wir scannen? Mhm. You say. Leute, ein stärkerer Geistertrocken schimpft er sich. Geister sind verdammt trocken, ja. Das ist ein Geistertrocken, das Oberhaupt aller Knochentrocken. KP 20, Angriff 5, Verteidigung 2. Hoi, hoi, hoi. Erreichen seine KP 0, geht er zu Boden, aber er kann wieder auferstehen. Wenn du ihn aber mit Feuer oder Bomben besiegst, kannst du ihn endgültig schlagen. So übrigens schnell und gründlich besiegen. So ein Geistertrocken hat eine Menge KP und ist kein wirklich leichter Gegner. Ach, wie jeder Knochentrocken kann er sich auch Verstärkung rufen. Dieser Kampf kann ganz schön schwierig werden. Am besten besiegst du die ganze Brut auf einmal. Ja, I see, I see, I see. Pass auf. Arbeite mich mal so voran und beschädige alle. So, und dann dürft ihr mal, ne? Oh je, wenn jeder jetzt so viele wirft. Was hat er eingesetzt?
Konter für den Großen. Ey, das soll nicht wahr sein. Weil ich hatte da was vor eigentlich. Vielleicht... Wenn ich jemand anderes benutze, der keinen direkten Angriff macht. Aber der kann nicht zielen, die kann... Ich weiß es nicht so richtig. Ich wag's trotzdem einfach mal. Guck mal, du kannst überhaupt nicht, ne? Das ist der Wahnsinn. Gekontert. Nee, ich muss den ja finishen damit, ne? Ich hab... Mann! Ich wollte einen Sternenwind einsetzen, das mache ich jetzt auch. Damit die mir schon mal nicht auf den Sack gehen. Auch wenn sie aufstehen können. Zwei Runden. Funktioniert vermutlich nicht bei Minibossen. Dann wirf die Eier auf ihn. Wenigstens hat das einen Effekt. Ob der mich wirklich abwehren kann jetzt. Wahnsinn. Er kann mich kontern. Also dieses Item war halt schon... dezent nervig, ja. Jetzt geht's wieder. Ich bin am Grübeln. Ich bin viel am Überlegen, Leute. Dann Powerpanzer. Wie kann Mario jetzt beide erledigen? Ich will ja nicht, dass die anderen wieder aufstehen und deswegen gehe ich jetzt auf Nummer sicher. So. Perlen vor die Säue, aber dann haben wir es wenigstens gewuppt, ne? Dann steht jetzt keiner mehr auf. Das ist Ruhm Karton. War das Ziel. Haha! Ein Palastschlüssel erhalten. Schlüssel für eine Tür im Äonenpalast. Für welche Tür könnte das wohl sein? Alles Klärchen. Wunderbärchen. Meine Damen und Herren. Ultrapilze halten. Das ist wieder so ein Bäumchen. Ich sehe das doch. Den Kampf gegen den haben wir halt auch schon mal gesehen. Deswegen ganz entspannt. Und Superpilz, ole. Auch dich. Oh, ich habe den nicht gescannt. Na hoppala. Da war ich wohl ein bisschen übereifrig. Zwischendrin. Na, fast hätte ich einen Gegner vergessen. Das ist ein Zornlicht. Zornlichte sind Geister, die voller Rachsucht und Wut stecken. Schrecklich, findest du nicht auch? Brrr. KP 10, Angriff 5, Verteidigung 0. Berührst du eins, nimmst du Schaden. Und noch Schlimmeres passiert, wenn du es mit Feuerattacken angreifst. Außerdem können Feuerattacken von Zornlichtern auch dich in Brand setzen. Versuch bitte, diese Dinger schnell zu besiegen. Bitte, Mario. War eigentlich dabei, aber... Da du dich jetzt einmischen musstest... Aufgrund des Scannens... Passierte das jetzt nicht so schnell, wie von mir erträumt. Und wir können drauf jumpen. Leute, ein zäher Einstieg in das 8. Kapitel. Das ist ja auch ein bisschen zäh, ne? Das ist ja leider. Man geht da ein bisschen hin, wo es weh tut. Den mache ich jetzt aber offscreen. Soll ja euer Schaden nicht sein. Und dodgen sollte man die, wie gesagt, auch nicht. Die Erfahrungspunkte benötigen wir.
Okay, nochmal das. Ihr seht die Repetitive, ne? Ihr seht die Wiederholung, ihr seht... wie alles einfach nur ausgereizt wird bis zum Äußersten. Juhu! Wo ist der richtige Moment, um den Part zu beenden? Vielleicht hinter dieser Tür. Hier ist auf jeden Fall ein Speicherpoint und deswegen würde ich sagen, erledige ich die doch ganz schnell auf Screen. Wunderbar. Dies ist das Ananas. Einer geht noch. Groß rein machen wir. Freue mich auf die Schneidarbeit. So, jetzt haben wir es aber wirklich, ne? Damit wird dieser Part gedeichselt. Und im nächsten geht es weiter im Äonenpalast. Jetzt, wo wir die lästigen Gegner besiegt haben. Im nächsten Part bestimmt dann, ja, gibt es größere Bosse, ne? Das würde ich auf jeden Fall vermuten. Seid dabei, wenn ihr das gesehen habt, dann auch das nächste Mal auf jeden Fall. Also, Freunde, bis dann und ciao.